Ich bin ja seit jetzt über 22 Jahren trockener Alkoholiker. Ich war 16 Jahre Profi, 14 Jahre medikamentenabhängig, 4 Jahre spielsüchtig. Hab mich dann da rausgeholt und bin jetzt unterwegs in ganz Deutschland. Suchtprävention seit 10 Jahren. Ich bin auf der Straße. Ich habe sogar am Experiment teilgenommen und war in Frankfurt am Main und habe da bei minus 16 Grad 2,5 Tage Nächte verbracht und habe mir das Ganze angeschaut. Es war absoluter Wahnsinn, weil ich selbst weiß, was auf der Straße passiert. Wir sind für Suchtprävention unterwegs. Ich verbiete nicht. Ich komme nicht her und sage, ich verbiete jetzt den Alkohol, weil ich habe die Probleme damit gehabt. Ich konnte das nicht kontrollieren und bin deswegen, habe alles verloren. Alles, was ich mir aufgebaut habe, verloren. Bin aber wieder aufgestanden und heute kümmern wir uns um Menschen, um Kinder. Und ich gehe nicht hin und sage, wir müssen alles verbieten. Nein, ich mit 60 Jahren erreiche die Kinder in der Schule. Mit 14-, 15-Jährigen, die hören mir zu, weil das sind die Themen, die sie wissen wollen heute. Alkohol, Drogen, Medikamente, Internet, Handy, Spielsucht, Amphetamine. Unser Land, wir leben in einem suchtkranken Land. Und das ist das, was ich sehe, weil ich jeden Tag auf der Straße bin. Vor 10 Jahren bin ich ausgelacht worden, weil ich gesagt habe, wir müssen Prävention, wir müssen in Schulen, wir müssen mit den Kindern reden, wir müssen mit den Erwachsenen reden. Wir Erwachsene sind die Vorbilder für unsere Kinder. Und wenn Sie das sehen, was da draußen abgeht, das hat nicht mehr viel mit Vorbild zu tun. Morgens um 10, wenn die Kinder Fußball spielen, stehen 10 Eltern da mit der Bierpulle. Das kann nicht sein. Und ich sage, wir brauchen einen verantwortungsvollen Umgang. Wir müssen die Vorbilder sein, weil wir schaden unserer Gesundheit. Das soziale Leben geht kaputt. Die finanzielle Krise kommt noch oben drauf. Und eins ist ja auch klar. Menschen, die mehr belastet sind, die jeden Tag Druck, Hektik und Stress haben, driften ab in die Sucht. Und da setzen wir uns für ein. Ich habe in Ihr Buch gelesen. Haben Sie? Ja, ich habe es durchgelesen und angeschaut. Und da fand ich ganz spannend, wie Sie beschrieben werden, auch als Fußballer, auch in dem Vorwort, dass Sie eigentlich fehlendes Talent, was andere wohl mehr hatten, durch Fleiß und Disziplin weggemacht haben. Eigentlich ja was viel bewundernswerter ist, als wenn man vom Talent geküsst ist. Haben Sie denn schon während Ihrer Profikarriere auch getrunken oder waren Sie da noch komplett on track? Nein, ich war 16 Jahre Parallelalkoholiker. Mhm. Die Alkoholkrankheit ist ja eine schleichende Krankheit. Der Körper braucht über alle Jahre mehr. Ich sage Ihnen jetzt mal, in den letzten Jahren in Bremen habe ich einen Tageskonsum gehabt. Da habe ich getrunken, eine Kiste Bier, eine Flasche Wodka und eine Flasche Whisky. Aber wie haben Sie das geschafft, wenn dann Sie gelobt werden in dem Vorwort dafür, dass Sie diese Disziplin und diesen Willen hatten? Und das, wie gut wären Sie denn dann gewesen, wenn Sie nicht gesoffen hätten? Nicht viel besser. Nicht viel besser. Nein, das haben wir alles nachgeschaut. Ich hätte vielleicht vom Alter her vielleicht ein Jahr noch länger in der Bundesliga spielen können oder im Ausland. Ich habe wahnsinnig viel Glück gehabt. Das haben wir Jahre später festgestellt. Der Stoffwechsel eines Menschen ist immer anders. Und ich habe teilweise bis 3 Uhr morgens gesoffen und war um 9 Uhr der Erste auf dem Trainingsplatz. Ich habe keinen dicken Kopf gehabt, mir war nicht schlecht und ich bin vorweg marschiert. Wie das alles funktioniert hat, hat mit dem Körper zu tun, mit dem Stoffwechsel. Der ein oder andere trinkt am Freitag mal ein Glas Wein oder zwei und hat sonntags immer noch Kopfschmerzen. Bei mir war das nicht so. Und so bin ich heute auch. Durch Wille, durch Ehrgeiz, durch Fleiß habe ich mir das alles erarbeitet. Ja? Und heute sage ich Ihnen auch, das habe ich vor 2 Jahren noch nicht gemacht. Erst nachdem ich da 2 Tage und 2 Nächte bei 16 Grad minus war. Heute bin ich stolz auf die 22,5 Jahre. Ja? Weil das ist ein viel größerer Schritt. Ich habe einige Titel gewonnen. Ich habe 3-mal gegen Maradona gespielt. Aber wissen Sie, jeden Tag, den ich trocken bin, der ist für mich wichtiger wie jeden Titel, den ich mal gewonnen habe. Und so gehe ich in die Schulen, so bin ich unterwegs, so versuche ich. Haben Sie jetzt auch durch Corona wahrgenommen, dass das zunimmt, das Trinken in der Gesellschaft, die psychologischen Probleme durch die Corona-Maßnahmen? Wissen Sie, Corona hat einen Flächenbrand ausgelöst. Wir werden so viele suchtkranke Menschen bekommen und psychisch belastete Menschen. Und die Psyche und die Sucht, die geht so ineinander über. Menschen, die psychisch belastet sind, die Existenzängste haben, die nicht mehr wissen, wie sie die Kinder, ob sie denen noch Schuhe kaufen können oder nicht, die rutschen ab in die Sucht. Vielleicht auch erst in die Medikamente oder wie auch immer. Oder sie bringen sich um. Die bringen sich um. Viel mehr Kinder, die auch eben mit dem Sport aufgehört haben. Ja, ich habe jetzt eine neueste Studie, über 2 Millionen Kinder gehen nicht mehr tagtäglich zum Sport. Die sind übergewichtig. Ja, wir haben 13 Millionen Menschen, die an der Armutsgrenze leben. Wir haben im Land Bremen 38% Kindesarmut. Aber in Bremen streiten sich die Politiker, wer oder unter oder über der Brücke darf seit 2 Jahren der Fahrer fahren. Da wird mir anders. Das sind doch keine Probleme. Das sind Probleme, wenn die Kindesarmut da ist, wenn die Kinder abrutschen. Und ich sehe es tagtäglich.
Und dann kommen noch Politiker her und sagen, man soll Cannabis legalisieren. Herr Friedhoff, da muss ich einmal zu dem FDP-Politiker rübergeben. Cannabis legalisieren ist ja auch in Ihrer Partei en vogue beispielsweise. Aber vor allem, wenn Sie jetzt hören, was die Corona-Maßnahmen ausgelöst haben, ist es denn dann richtig, dass eigentlich ja die Ampel den Weg bereitet hat, dass Maskenpflicht beispielsweise in Schulen wieder ab Herbst umsetzbar ist? Na, zum einen kann ich sagen, ich bin sehr froh, dass wir jetzt in der Regierung sind und dass es halt nicht zu Lockdowns kommen wird und zu keinen Schulschließungen. Darf man sich dafür schon feiern als liberale Partei? Ich denke, das ist ein ganz großer Unterschied zu den Vorgängerregierungen, dass wir gesagt haben, es gibt keine Lockdowns, es gibt keine Schulschließungen. Zeitlich sind wir auch zweieinhalb Jahre später. Masken in Schulen im Übrigen auch frühestens ab der 5. Klasse und auch nur, wenn es eine ernsthafte Gefährdung des Präsenzunterrichtes gibt. Weil wir Schulschließungen vermeiden wollen. Da wissen Sie ja, schnell ausgerufen werden. Naja, das ist gar nicht so einfach, dieses Tatbestandsmerkmal zu erfüllen. Da muss man schon einiges schaffen. Und ich denke, dass das ein deutlicher Unterschied ist zu dem. Und die Probleme, die entstanden sind, und da hat der Beruf vom Recht, ist, dass wir zum Beispiel Sport treiben an frischer Luft, ja, unter freiem Himmel untersagt haben für Kinder. Ja. Das war eine große Katastrophe. Ja. Kinder brauchen Kinder, um zu wachsen, ja, brauchen soziale Interaktion und dann sowas zu unterlassen. Ich will ja gar nicht unterbrechen. Einmal großen Respekt für Uli Borowka. Ja, also danke. Ich meine, wir kennen so ein bisschen die Geschichte, aber das nochmal so zu hören und so dabei zu sein und zu sehen, was Sie da geleistet haben, das ist unglaublich. Dankeschön. Und wirklich super Respekt. Was Sie sagen mit den Kindern, ja, mein jüngster Sohn der konnte auch Sport machen, durfte dann mit Maske bei 30 Grad rumrennen draußen, als noch Schule war. Aber was ich heute gelesen habe, es gab hier so ein Programm, um die Schulen auszustatten mit Lüftern. Ja. Also so wie hießen die? Wegen Energie? Ja, nein, noch schlimmer. 200 Millionen Euro waren bereit. 22% sind abgerufen, also 44, 46 Millionen Euro. Der lässt nicht. Liegt brach, hat kein Mensch sich geholt, weil zu kompliziert, zu aufwendig. Genau, das ist das Problem. Genehmigung ging hin und her. Das Programm ist mittlerweile ausgelaufen. 160 Millionen liegen da. Viele, viele Schulen haben diese Lüfter nicht und warten nur darauf, dass der Herbst beginnt, bis dann wohl möglich wieder dann die Maßnahmen kommen, die Sie beschrieben haben. Und ob das nun ab 6. Klasse ist oder ab 7., ist mir wirklich völlig egal. Das ist jede Klasse, die da rein kommt, weil diese Lüfter nicht da sind, nicht abgerufen werden, ist eine zu viel. Das ist eine Frage der Priorität. Das ist vollkommen richtig. Das ist eine Frage der Priorität. Wir haben sehr früh das Einführen von diesen Luftfiltersystemen in Schulen gefordert. Wir haben uns in Berlin da sehr stark für gemacht, dass das passiert. Berlin hat auch ein eigenes Landesprogramm aufgesetzt, auch wenn wir hier nicht regieren, muss man sagen. Da wurde einiges beschafft. Aber ich muss Ihnen widersprechen, wenn Sie sagen, es ist egal, ab welcher Klasse. Nein, es ist nämlich nicht. In den ersten 4 Klassen habe ich die Schuleingangsphase, da ist noch sehr viel Lesen, Schreiben, Rechnen, die Grundlagen. In der 5. Klasse da brauche ich, vollkommen richtig, aber ich brauche gerade in diesen Klassen den Kontakt zum Lehrer, den Augenkontakt. Ich muss sehen, wie werden Laute gebildet. Dass wir das auf jeden Fall schon mal gestoppt haben, Sie ist unheimlich wichtig für die frühkindliche Bildung. Klasse in Ordnung, dass es in Deutschland vielleicht wieder gelten kann? Dass es wieder gelten kann, ist eine Möglichkeit, die unter bestimmten Voraussetzungen ergriffen werden kann. Aber Sie stehen hinter der Maßnahme. Ich stehe dann hinter der Maßnahme, wenn die Schulschließung vermieden werden kann dadurch. Ja, weil Schulschließungen eine große Katastrophe sind. Ich kann Ihnen nur eins sagen, jetzt will ich mich immer reingreifen. Kinderschutz ist mein Thema. Mein Thema. Seit 9 Jahren mache ich das. Ich kenne Uli schon eine Weile, weil wir machen beide Prävention. Ich Gewaltprävention und ich kämpfe gegen Missbrauch und gegen Gewalt und gegen, dass man Kinder quält. Der Fall jetzt in Europin zum Beispiel, an der Kita ist auch mein Fall und viele, viele andere. Was ihr den Kindern angetan habt, ihr, die Politik, auf den Rücken der Kinder. Wir haben euch davor gewarnt, dass der Missbrauch steigen wird, dass die Gewalt steigen wird. Wahnsinn. Die haben eine 400-prozentige Zunahme von Suiziden. Und ihr fangt mit dem Schwachsinn schon wieder an. Ihr habt nichts evaluiert. Ihr habt diese Maßnahmen nicht evaluiert. Die Maßnahmen wurden evaluiert. Also, aber nicht in der Art und Weise. Dass Masken in der Schule zu Missbrauch führen, ist ja nun Blödsinn. Nee. Es geht darum, dass die Schulschließung und die fehlende soziale Kontrolle. Schulschließung und die fehlende soziale Kontrolle waren das Problem, warum wir mehr Misshandlungen hatten zu Hause. Und jetzt fangen wir trotzdem wieder an, auf den Kindern rumzureiten. Darum müssen wir Schulschließungen verhindern. Darum müssen wir Kindern die Möglichkeit geben, aus ihrem Zuhause Und warum machen alle anderen Länder drumherum? Alle anderen Länder fahren alle drunter und behandeln das ganz anders. Wir machen immer Herr weiter. Stahl, keine Sorge, genau darum geht es nach einer ganz kurzen Unterbrechung, wie es eigentlich die anderen Länder machen und ob man sich hier eigentlich dafür feiern sollte, dass Schulschließungen jetzt erstmal nicht mehr kommen. Bis gleich.